Dinge, die in der Call of Duty Black Ops Cold War Beta passiert sind. Ja. Wie ist der angesprungen? Das gibt es nicht! Oh nein! Oh, Baby! Dinge, die niemals in der Call of Duty Black Ops Cold War Beta passieren wären. Einfach Ausrufezeichen M16 in den Chat. Nein! Dinge, die in der Call of Duty Black Ops Cold War Beta passiert sind. Oh nein, ich sehe es und nein, man sieht schon. Das ist mein erstes Spiel heute. Zeig mir jetzt die komplette Lobby. Und Dinge, die niemals in der Call of Duty Black Ops Cold War Beta passiert wären. Ich habe auch 68 Kills. Felix. Ich habe auch 150 Kills nur mit der Waffe gemacht zur Zeit. Oh, Anton, wir sind die Besten, Digga. Das wird unser Jahr. Hallo, wie geht's, die Klärer sieht der Skill und herzlich willkommen zu weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Die ersten Tage von Call of Duty Black Ops Cold War sind um und ich denke, die meisten von uns sind gerade dabei, auf die Gold-Tarnung bzw. Diamant-Tarnung bzw. auf Dark Matter zu grinden und wir verzweifeln komplett. Wie kann etwas so lange dauern? Oh mein Gott, das ist geisteskrank. Erstens, man braucht Jahre, um die Waffen zu leveln. Chris zum Beispiel meinte erst Prestige. Er hat vor mir jetzt schon Prestige gedrückt und hat bisher nur die M16 auf Maximum Level. Like, was zum Teufel passiert da gerade? Zweitens, diese verrückten Aufgaben. Seit wann muss man denn Leute aus dem Headglitch töten, um eine Tarnung zu bekommen? Oder Abschüsse aus nächster Nähe? So wie ich das gehört habe, bei den MPs muss man in den Gegnern gefühlt drinstehen, um sie zu töten. Und drittens, ist das Allerbeste, wenn du trotzdem das alles geschafft hast, speichert teilweise das Spiel einfach nicht, dass du die Tarnung erfolgreich bekommen hast und du musst das Ganze einfach nochmal machen. Also nicht alles, aber teilweise manche Tarnungen einfach neu freischalten. Naja, egal, das soll ja nicht das Thema sein. Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Call of Duty Black Ops Cold War macht mir wirklich Spaß. Und das sage ich nicht einfach nur so, ich bin wirklich der Letzte, der auf den Multiplayer von Call of Duty Black Ops Cold War angewiesen ist. Aber ihr könnt gerne wirklich mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr bisher von Cold War haltet. Denn für viele war das größte Problem natürlich das Skill-Based Matchmaking und darum soll es heute auch gehen. Mein Kanal hat sich da schon relativ viel drum gedreht, ihr kennt dieses absolute Realtalk-Video um Skill-Based Matchmaking. Das hat über 10.000 Aufrufe, echt viele positive Wertungen und sehr viel Diskussionen in den Kommentaren gehabt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da ging es allgemein einfach mal um das Thema Skill-Based Matchmaking, weil in der Beta und in der Alpha, wie es im Free-Tutorial schon gesehen habe, war dieses Thema riesengroß. Es war unglaublich, was man sich hier antun muss in den Lobbys. Es war null Spaßfaktor. Es war die ganze Zeit nur Stress. Man ist gerannt, man ist gestorben. Man hat einen Kill gemacht, man ist gestorben. Man hat gegen die anstrengendsten Lobbys gespielt, die man sich nur ausdenken kann. Aber wir haben jetzt so ein bisschen gespielt und haben auf jeden Fall festgestellt, mit mir meine ich das Squad, Lloyd, Palaxi, Stylers. Wir haben eindeutig festgestellt, dass irgendwas am Skill-Based Matchmaking verändert wurde. Und was genau, das wollte ich heute mit euch besprechen. Und bevor das Ganze losgeht, würde ich mich natürlich wie immer riesig über eine positive Wertung freuen. Für das Video ist das Like bei 250 Likes. Wäre richtig krass, wenn ihr das knacken könntet. Und wenn ihr nichts mehr rund um Call of Duty verpassen wollt, wie immer Leute, Updates, Infos und so weiter und so fort, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, denn dann verpasst ihr nichts mehr und bekommt immer wieder ein Video von mir vorgeschlagen, sobald es etwas Neues gibt. Im Hintergrund läuft ein Gameplay, was ich euch einmal gerne zeigen wollte, als Beispiel, was am Skill-Based Matchmaking geändert wurde. Achtet nicht drauf, wie ich spiele oder wie das aussieht vom Aiming her. Das ist jetzt kein Gameplay, was ich euch zeigen würde, weil es unbedingt krass ist oder so, sondern eher, weil es interessant ist, zu sehen, was überhaupt passiert ist. Ich habe damit der MP5 gespielt, das ist gar nicht so die Waffe, die ich jetzt am meisten gezockt habe. Ich habe jetzt erstmal die M16 auf Gold gespielt, auf Road to Dark Matter Gear. Ich hoffe, ihr freut euch da auf jeden Fall drauf. Die Serie wird übrigens 2 Jahre dauern. Ich habe aber zu dieser Zeit, da habe ich nicht gestreamt, da habe ich zusammen mit Palaxi, Stylers, Sifu und Visca Barca gespielt und ich zusammen. Ja, das, wir waren eine 5-Mann-Lobby und ihr werdet relativ schnell sehen, dass in dieser Lobby irgendetwas anders ist. Und die Jungs haben auch gestreamt. Wir haben eigentlich alle die ganze Zeit gestreamt. Also könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir nicht reverse boostet haben oder irgendwelche Tricks angewandt haben. Weil wir haben die ganze Zeit, wir waren die ganze Zeit live. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwar nicht gestreamt, aber Anton Palaxi war seitdem schon 7 Stunden live. Also wir hatten keine Chance, da irgendwie zu betrügen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und man hat bei dieser Lobby relativ schnell gemerkt, dass die extrem gut spielbar war. Also die Gegner waren nicht so heftige Threats wie in der Alpha oder in der Beta. Man hat auch mal da den Gunfight gewonnen. Man konnte auch mal 2 Kills holen. Man konnte ein bisschen auf Streak gehen. Das ist etwas, was uns und was mir vor allem auch über die nächste Zeit immer wieder aufgefallen ist, in der Zeit, wo wir das Vollgame gespielt haben. Und zwar haben die etwas geändert. Ich kann euch nicht genau sagen, was. Das Skill-Based Matchmaking ist immer noch extrem
strong in dem Spiel, keine Frage. Man hat Lobbys, wo man sich so aufregen könnte, wo man in den Monitor schlagen könnte, wo man keinen Spaß am Spiel hat, wo die Gegner alle die besten Waffen spielen, M16, MP5 ohne Ende. Aber auch dann hat man Lobbys, wo man sich so denkt, yo, holy shit, das Game macht richtig Spaß. Und einfach nur, weil man halt Gegner hat, die nicht um ihr Leben spielen, so wie wir es natürlich machen. Und das war nicht nur in dieser Lobby so, das war allgemein extrem krass. Ich meine, schaut euch mal diese Szenen an. Nein. Nein. Hallo, wie geht's? Putz! 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 Ey! Putz! Putz! Digga, oh mein Gott! Nein, oh mein Gott. Achtzehner. Ich habe mich selber getötet, 19er. Och, Chat. In der Alpha und in der Beta wäre sowas niemals möglich gewesen. Das war wirklich einfach nicht möglich, weil die Gegner einfach so gut waren und dich in allen Belangen auseinandergenommen haben. Hier ein weiteres Beispiel. Der Leute muss immer lachen. Ich muss jetzt probieren zu lachen. Hi. Hä, schon wieder das Gleiche. Oh mein Gott, ich war so One-Shot. Hast du schwarze Afghane gebannt? Nur gegen mich. Ich verstehe das gerade. War richtig nice. Unter dir, Teammate, ey! Nein. Soll ich Mona aufsetzen? Oh, das kann nicht so ernst sein. Verlieren B. Und Verlieb bringt nichts auf Range. Doch, geht schon gut. Wisst ihr, was auch dumm ist? Dass man mit MP5 120 Meter Long-Range-Kills braucht. Wollen wir die Waffe nicht abholen? Der Floyd sniped die irgendwie. Nicht mein weggenommen, dann die Goldahnung. Achso, ja, stimmt, das ist auch gut. Da fallen wir auch. Oh mein Gott, ich bin so One-Shot. Arme, Alter. Ach du Scheiße. Ja, lass mal. Erstmal. Du hast wieder den Spawn flippen, dass wieder so Ärzte hinten drin sitzen. Nein, den hab ich geholt auf 20er, fast 19er war's. Scheiße, Mann. Aber es hat echt richtig, richtig viel Spaß. Ich hatte übertrieben kranke Runden. Mein Aim wird auch besser und besser von Mal zu Mal. Ich hatte ja am Anfang extreme Startschwierigkeiten. Ich weiß auch, dass John totale Probleme hat. Ich weiß, dass allgemein sehr viele PC-Spieler Probleme mit dem Aim hatten. Denn irgendwas an diesem Spiel war komisch und ist komisch. Und keiner weiß so ganz, was es ist und woran es liegen könnte. Aber es ist halt allgemein einfach ein viel, viel größerer Spielspaß da als eine Alpha und in der Beta. Und das liegt einfach nur an den Lobbys. Schaut euch das einfach mal an. Anton, Felix, Basti, Chris, irgendein Random und ich. Aber guckt euch mal unser Gegnerteam an. 2 Level 1er, 1 Level 6er, 1 Level 4er und das Maximum ist Level 21. Das hat richtige Black Ops 2 Vibes, Leute. Weil genau so war es damals auch. Du hast manchmal solche Lobbys. Ich bin irgendwie völlig lost rum. Aber genauso hatte ich auch eine Lobby wie im Intro mit dem Turn-On. Es ist einfach ausgeglichen. Und manchmal hilft es sogar auch, dass ich dann einfach noch aus einer Runde rausgehe, weil meistens ist es so, dass wenn man eine richtig gute Runde hat, das Skillbase Matchmaking schon extrem zuschlägt und dich in eine heftige Lobby schmeißt. Aber auch da kannst du einfach rausquitten und es macht teilweise Sinn, nach einer guten Lobby zu suchen, wo es nicht, die nicht nur aus kompletten Threads besteht. Und das macht mir so krass viel Spaß. Ich würde am liebsten jetzt auch gerade einfach zocken, anstatt das Video zu schneiden. Soweit ist es schon. Das hätte mir das einer zu der Alpha oder der Beta-Zeit gesagt, hätte ich den ausgelacht. So wirklich mit, also ich hätte ihn so krass ausgelacht. Gebt dem Spiel eine Chance, Leute, wenn ihr es euch schon gekauft habt und gesagt habt nach einem Tag, boah, das spiele ich nie wieder. Versucht es mal, surft ein bisschen durch die Lobbys. Und wenn ihr eine geile Lobby habt, dann werdet ihr so viel Spaß dran haben. Denn ich glaube, es gibt nichts Belohnenderes als das Streak-System von Black Ops Cold War, wenn man da sieht, plus 12, plus 13, plus 14 Kills und immer, immer mehr Punkte zusammenbekommt. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Checkt es gerne ab. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Morgen gibt es leider kein Stream dafür. Am Dienstag wieder um 8 Uhr. Ich hoffe, ihr seid am Start. Weiter ist die Gang. Wie gesagt, 250 Likes sind mega nice, wenn das klappen könnte. Lasst ein kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns. Viel Spaß weiterhin beim Schwitzen. Ciao.